So, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft. Wir hatten das letzte Mal eine Expedition gemacht Richtung Dschungel und hatten uns dann da hinten ja diesen Graben gebaut, waren bei der Tropfsteinhöhle und haben da auch Rohstoffe gesammelt. Angefangen, hier die Brücke ein bisschen zu begrünen. Ich laufe da mal hin und guck mal, was sich da so getan hat. Ja, und dann hatte ich mir nicht vorgenommen, dann auch mal wieder ins Dorf mal eben zu gehen, um dort an den Hütten auch ein bisschen weiter zu bauen. Die Simulationsdistanz jetzt noch mal ein bisschen erhöht, damit hier vielleicht auch das mit der Begrünung dann so ein bisschen schneller vorangeht. Im Sinn, das hängt ja hier schon so ein bisschen noch runter. Ich gucke mal hier von der Seite. Naja, da sieht man das, ne? Wollen wir mal sehen, ob das jetzt auch weiter wächst, wenn wir hier hinten beim Dorf sind. Noch hier liegt da noch ein bisschen Schnee. Ach, hier die Kühe. Muss mal eben gucken, ob ich. Ach, ich habe Weizen dabei. Wenn ich die gleich mal hier mal ein bisschen im Vorbeigehen mal eben hier füttern. Weil wir dann ja auch noch ein bisschen Leder ja auch noch brauchen hier für unsere Rucksäcke und Bücher. So, dann würde ich die Schweine auch noch gleich mal hier eben füttern. Ja, und Schafe müssten wir auch mal vermehren hier für unsere Bettengeschichte. Aber das bietet sich eigentlich ganz gut an, dass wir das hier auf dem Feld machen, hier in der Nähe von dem Dorf. Na, komm mal her hier. So. Da ist auch noch ein Schaf. Noch ein zweites Eier, genau hier. Das schwarze hier. Na, das ist ein graues. Na, schön. Na, komm mal raus da aus dem Sand hier. Habe ich eine Schere dabei? Ja. Kleine kann man noch gar nicht scheren. Gut, dann sammle ich nochmal eben hier die Wolle ab. So. Na, ja, wird gleich schon wieder Nacht. Ich laufe hier mal so quer durch. So, dann sind wir hier wieder bei dem Dorf. Hier unser eigenes kleines hier. Die Erweiterung hier, die wir hier angefangen haben mit den Hütten. Dann haben wir hier die Farmerhütte. Da hinten den Fischer. Hier hatten wir den Bogenmacher. Das hier war Schmiede. Weiß man nicht genau, das war hier der. Das müsste der Werkzeugschmied sein. Ja,
Und hier die Rüstungsschmiede war das, ne, mit dem Blast Furnace, genau. Gut, packen wir uns mal hin. So, das Inventar ist ja relativ voll gewesen, hatte ich gerade schon gesehen. Aber wir machen mal hier ein paar Sachen mal ablegen. Alles das, was wir jetzt hier nicht so brauchen. Ich denke mal, dass wir hier einfach die nächste Hütte hier nebendran setzen. Weil wir hier die Schmiede haben, hier Werkzeug, den Rüstung. Dann würde ich hier wieder als nächstes vielleicht den Waffenschmied machen. Ganzen Werkbänke geblieben sind hier, ne? Das war, glaube ich, hier der mit dem Schleifstein, ne? Ich bin nicht ganz sicher. So, ich muss hier einfach mal ein paar Sachen mal ablegen, auch hier die Bücher hier. Fernrohr brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Hier haben wir noch die Wolle. Das Bone Meal brauchen wir nicht gerade auch nicht. Die Teppiche. Nautilus, wollen wir mal sehen. Den Fisch. So, und das Fleisch packen wir mal zu dem anderen. Kohle packen wir auch mal hier zusammen. So, dann haben wir jetzt hier Eisen immer noch dabei, den Bogen, den brauchen wir eigentlich gerade auch nicht. Wir werden mal sehen, dass wir das hier mal so thematisch auch ein bisschen zusammenhalten, auch von dem Inventar, was hier jeweils auch in den Kisten dann ist, weil wir den Farmer haben, dass wir dann hier auch hier diese grünen Geschichten dann noch haben und wir brauchen auf jeden Fall auch noch Felder. Die Obstbäume sind auch schön gewachsen hier. Auch hier ist auch noch der kleine Tümpel hier. Ja, und hier hinten. Dieser ganze Bereich hier, der würde sich natürlich auch noch super anbieten hier für noch Tiere. Habe ich da hier noch ein zweites Schaf gesehen? Da hinten. Mir das nochmal eben hier mal an. Ja. Ich werde jetzt erstmal hier nochmal eine Hütte nochmal dazu bauen. Und dann ist halt eben die große Frage, wie wir das hinbekommen, dass die Dörfler dann auch hier mal langkommen. Hier, er ist ja schon da hier, ne? Das war hier der Fischer, ne? Genau, der hat sich ja hier schon niedergelassen. Ich denke mal, wir müssen da wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Essen verteilen. Also, dass die sich dann da vermehren und vor allem auch Betten aufstellen. Ne? Na gut, müssen wir mal sehen. Ich denke mal, wenn wir erstmal zwei hier in der Nähe haben, dass das dann auch hier sich mehr hier auch in diese Gegend hier dann verlagert. Betten haben wir hier, ne? Vielleicht müssen wir immer noch mal ein bisschen Essen verteilen. Wir haben ja hier noch Weizen, haben wir ja noch dabei. Das mit den Broten, das hat ja letztes Mal auch ganz gut hingehauen. Ich denke mal so, dass ich da mal so ein paar Geschichten da noch mal anbiete.
paar Brote verteilen. Und vor allem auch hier vielleicht versuchen auch, na, hier so ein bisschen in der Nähe auch zu bleiben, hier mit den... Ja, ist hier so am Werkeln und so, ne? Lass mal sehen, ob wir dann hier noch jemanden finden. Hier der Farmer. Na? Achso, jetzt sammelt das auch ein. Wollte ich ja auch noch hierher setzen, dass die sich vielleicht auch mal hier versammeln. Mal sehen, ob das so hinhaut. So, hier haben wir ein kleines Feld. Wahrscheinlich nochmal ein zweites nochmal daneben setzen. So, jetzt erstmal die Hütte. So, da hatten wir glaube ich immer so 10 Abstand. Ich gucke mir das mal eben an hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genauso 10 Abstand etwa. Und dann gehen wir vielleicht wieder hier so ein Feld nach vorne. Oder vielleicht auch sogar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das wäre dann hier. Auch schon relativ in der Nähe von dem Weg. Dann müsste man den Baum wegnehmen. Beim Gucken 1. Oder machen wir das so, dass wir vielleicht hier gar nicht mehr in die Richtung weiter bauen, sondern vielleicht hier so rum, dass wir dann so ein einmal auf der Karte mal im Schauen. Also dass wir hier auch so eine Art Zentrum auch haben, so ein Dorfplatz vielleicht auch noch dann da nochmal hinbauen.